herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Urlaub auf dem Bauernhof hier auf der Walchen 2K19. So, ich werde jetzt mal gucken, dass ich hier den Anhänger voll beladen den Berg runterbringe. Ohne zu viel Holz zu verlieren. Das ist meine größte Angst, dass das ganze Holz hier sich verselbstständigt. Alter, ich stehe voll auf der Bremse. Ich stehe voll auf der Bremse, es passiert nichts. Jetzt gleich mal gucken, ob ich was verloren habe. Oh, hier kam einer runter. Dass mir der nicht durchs Heckfenster geflogen ist, ist alles. Na. Ich bin wieder drauf. Oh, mein Traktor rollt. Die Handbremse, die hebt nicht mehr so gut. Ich überprüfe lieber nochmal die Ladung. Ah, passt alles. Okay. Und dann mache ich mich nämlich auf den Weg. Das sieht eigentlich alles gut aus. Ich habe nur ein bisschen Angst. Mache ich mich auf den Weg zum Essen mit dem Herrn Neurouter? Ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Das nervt mich auch ein bisschen. Vielleicht können wir mit dem mal per Du werden oder so. Ich werde ihm mal das Du anbieten. So, hier können wir es laufen lassen. Muss lieber wieder rollen. Passt. Passt. Passt, würden wir hier sagen. Warte mal, Sägewerk war das, glaube ich. Hier rechts und links, oder? Sind wir am Umwegstamm als rausgekommen, als der seinen Unfall hatte. Also den Audi auf den Kopf gelegt hat. Sieht verdammt gut aus. Holz schnell ist da. Oh.
da wohl eher nicht, weil da ist... Ah doch, warte, Held, hier. Da ist was. Gucken wir mal. Ah ja. Gut, Anhänger ist leer. Perfekt. Rüste. Ab zum Mittag. Läuft der ganze Bock hier auch wieder ein bisschen schneller. Ohne die 2 Kubikmeter Holz hinten drauf. Wenigstens ein bisschen Geld, um auch den Händler. Ich habe dessen Namen vergessen. Hochrater. Hochrater heißt er, oder? Hochrater heißt er. Ich habe immer gedacht, irgendwas mit N, aber was ist mit N? Bin ich mal gespannt. Hey, nicht mal Geld für die Zufahrt hat er gehabt. Baut da hinten in das letzte Eck, baut er ein Hotel rein und dann musst du hier in der Schotter über einen Trickweg fahren. Ankündigen, dass ich hier bin. So. Ah, der ist schon da. Hallo. Hallo. Herr Hochrater, wie geht's Ihnen? Gut, und Ihnen? Ja, perfekt. Ich habe gerade noch ein bisschen Geld verdient. Ich kann Ihnen Essen zahlen. Das hört sich gut an. Aber er hat ja schon einen ordentlichen Bunker hier hingestellt, ne? Aber ich muss sagen, vom Design her passt es auch gut rein. Also ist ja nicht so, dass er da keinen Geschmack hätte. Ja. Der Marvin. Ach, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Ist auch scheißegal. Jo. Haben Sie eigentlich mal was vom Herrn Dings da gehört? Van Burgen? Nee. Ich mache mir langsam Sorgen um den. Wollen Sie draußen sitzen? Ja. So, Wetter lässt ja noch zu, ne? Es war ein bisschen frisch. Mhm. Schick hier, schick hier. Ich glaube, Ihr Telefon klingelt. Ich glaube, es ist Ihres. Ach so. Hallo? Hallo? Ja? Wer ist denn da? Karl Gutberg. Ah, da bin ich richtig. Mein Vater hat gesagt, ich soll Sie anrufen. Ich bin der Sohn vom Siggi. Vom Siggi, der Sohn. Kennen Sie den Hochrater? Persönlich nicht, aber Siggi hat oft was von Ihnen erzählt. Ja, ja, okay. Ja, was denn los? Also mein Vater meinte, ich soll Sie noch vor seinem Tod anrufen. Wie vor seinem Tod? Er gesagt, nach dem Tod. Mein Vater hat einen Herzinfarkt und ist dann gestorben. So ein Mist. Letzte Woche haben wir noch telefoniert. Er hat gemeint, er ist hier Grünfelder Land Urlaub machen und es geht ihm gut. Ja. Auf der Rückfahrt hat er einen Herzinfarkt in der Bäckerei bekommen
und ist tot umgefallen. Na, mein herzliches Beileid. Ah, danke. Ja, und jetzt, was machen Sie? Könnten Sie eventuell ein paar Fahrzeuge von ihm verkaufen? Ja, wenn Sie mir den Auftrag geben, dann werde ich das mit dem Händler klären, dass Sachen veräußert werden. Verkaufen Sie alles außer den Fendt, die Bremos und den Porsche. Was ist denn eine Bremos? Die große Krone-Presse. Ach, das ist eine Heupellets-Maschine oder Strohpellets. Ah, okay. Gut. Also Bremos, Fendt und Porsche. Genau. Sollen verkauft werden. Nicht verkauft werden. Also nicht, Entschuldigung. Ja, okay, dann machen wir das. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Ja. Ich soll Sie noch sehr von meinem Vater drücken und grüßen. Ach, so gut kannte ich ihn jetzt auch nicht, aber vielen Dank. Ah, er hat von Ihnen nur Gutes erzählt. Ja, das ist halt das norddeutsche Gemüt, ne? Das ist so locker. Okay. Ich komme ja aus Norddeutschland. Jo. Ja, gut, dann wünsche ich Ihnen was. Bis dann. Jo, danke. Tschüss. Ja. Haben Sie gehört? Ja. Jetzt ist der Van Burgen nicht mehr da. Ja. Ja. Oh, gucken Sie mal. Ich habe hier. Da ist sogar schon ein Tisch gedeckt. Ja. Gibt Toastbrot mit Gurke. Und einen Erdrutsch gab's hier. Ja. So, guten Appetit. Guten. Ich trinke mal was. Aber wissen Sie was? Ist ja ziemlich enttäuschend, dass hier alle. Also das Dorf hier, das ist ja irgendwie schon ein bisschen. Ich möchte es ja jetzt nicht böse sagen, aber schon ein bisschen tot. Hätten Sie nicht Bock, hätten Sie nicht Lust, dass wir irgendwo anders hingehen? Sie und ich? Ja, hier ist ja nicht viel los. Ja, wollen wir mal wieder so richtig. Wissen Sie, ich hätte gern mal Lust, so richtig. Richtig anzupacken. Mal was zu schaffen. Ich habe jetzt zwar. Letzte Woche habe ich da ein bisschen Holz gemacht, aber das ist ja nichts. Ja, könnten wir machen, ja. Ja, ich würde mein ganzes Zeug hier, würde ich hier verscherbeln. Oder vielleicht behalte ich auch das eine oder andere. Je nachdem, ich kenne einen, der hat eine Speditionsfirma. Der kommt ein paar Städte weiter von dir. Ja. Und der würde denn für einen günstigeren Preis das denn irgendwo hinfahren, wo wir hinwollen. Ja, wir können ja auch selber fahren. Also ein LKW für einen C1, C-Führerschein, den habe ich. Aber ich glaube, ausleihen können wir den auch. Ja. Okay, also der Sohn vom Van Burgen hat noch gemeint, wir sollen ihm die Sachen verkaufen. Außer die Primus, Porsche und den Fendt. Den sollen wir verkaufen. Nee, die sollen wir nicht verkaufen. Ach so, ja, das macht mich völlig blemblem hier. Ja. Das nehmen sie alles zurück, oder? Was er da noch hat. Ja, das geht in Export. Okay. Dann würde ich doch sagen, dann fahren wir mal rüber zu dem und dann holen wir die Sachen ab und verkaufen die. Ja. Und ich rufe am morgen Tag mal den Spediteur an. Ja, genau. Genau, machen Sie da mal was aus. Dann läuft die Kiste. Ja, so viel Geld wird aber bei mir nicht zusammenkommen, ne? Ach, ich habe genügend Geld. Ja. War schon. Also den Anhänger finde ich eigentlich ganz gut, den hätte ich gern. Okay, Sie haben doch so eine Halle neben. Ach, Moment. Ich bin der Kurt. Der Karl.
Ich bin der Leo. Gut, weil also ich würde ja mit keinem auswandern oder so, der mit dem ich kein nicht per Du bin. Also ich bin der Kurt, Karl. Ach. Das Sigi. Gott hab ihn selig. Ja, sie sind ein bisschen durch den Wind. Ein bisschen? Weiß Sie gar wissen nicht, ja wo nicht oben mal, und wie ihr unten Name ist. heißt. Ich bin. Sie haben doch unten, du hast doch unten eine Halle stehen. Ja. Können wir das vielleicht so machen, dass wir da alle Sachen hinstellen, die wir mitnehmen? Ja, können wir machen. Und dann rufe ich nochmal. Ne, die Sachen, die anderen von dem anderen Typi da, das stellen wir auch alle dahin. Und dann kann der ja gucken, nächste Woche oder so, was er damit macht. Der muss ja irgendwann mal vorbeikommen und den Nachlass verwalten. Gut, dann. Ja, oder wir fahren das erstmal hin und dann rufe ich schon noch einen anderen Spediteur an, der dann das abholt und in Export bringt. Ja, das können wir auch machen. Aber nur, dass wir schon mal ein bisschen aufteilen, weißt du? Ja. Okay. Gut, wir treffen uns mal unten. Jo. Tschüss. Tschüss. Was macht das Leben für einen Sinn ohne den Sigi? Gut, liebe Leute, das war's aber von der heutigen Folge. Urlaub auf dem Bauernhof. Urlaub ist wohl. Geht so langsam aber sicher dem Ende zu. Und wir machen uns hier aus dem Staub. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und Kommentar da. Morgen gibt es die nächste Folge. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.